Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk mit drei Freiheitsgraden, sodass Bewegungen in allen drei Raumrichtungen möglich sind. Schauen wir uns das an unserem Modell an. Ich habe hier ein Becken, das ist ein Oberschenkelknochen, der artikuliert mit seinem Kopf in der Pfanne. Ich kann das Hüftgelenk beugen und strecken, ich kann es abspreizen und anspreizen, aber auch Drehbewegungen nach innen oder nach außen durchführen. Für eine optimale Zentrierung des Hüftgelenks ist es wichtig, dass die Muskeln und Sehnen ein ausgeglichenes Gleichgewicht zueinander haben. Dysbalancen führen hier zu Schmerzen und zu Bewegungseinschränkungen. Und gerade die Hüftstreckmuskulatur wird bei diesen Übungen häufig vernachlässigt. Und wie Sie die Muskeln optimal trainieren und damit das Hüftgelenk zirkumferent stabil halten können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß! Wir kommen nun zur Kräftigung der Hüftregion, zur Mobilität und zur Kräftigung des Bereichs zwischen Oberschenkel und Rumpf. Dazu legen wir uns auf den Rücken, nehmen die Arme zur Seite, Beine in die Luft und bewegen uns diagonal mit dem Fuß bis zur Hand. Strecken das Bein, gehen diagonal bis zur Hand. Wem das ein bisschen zu kompliziert ist, der kann das auch sehr gerne nur mit gebeugtem Bein machen und rotiert das Knie nach innen. Einmal zur einen Seite, einmal zur anderen Seite. Steigerungsformen dazu sind im Stütz. Das einfachste wäre der Unterarmstütz. Das Bein geht zur Seite raus und wechselt dann auf die andere Seite. Zur Seite und wieder zurück. Auch das lässt sich natürlich steigern, indem wir in den Liegestütz gehen. Nehmen das Bein wieder zur Seite, stützen einmal, gehen nach oben, zur anderen Seite, wieder zurück und das machen wir dann wechselseitig. Haben wir eine Bank, haben wir einen kleinen Hocker, einen Stuhl, können wir die Beine oben drauf positionieren. Arme werden neben den Körper abgelegt und die Hüfte wird gehoben. Kopf liegt ruhig am Boden. Arme verschränken vor der Brust, erhöht das Niveau. Und nehmen wir ein Bein zur Seite, wird es noch schwieriger. Wer einen Gymnastikball zur Verfügung hat, kann natürlich auch gerne diesen verwenden. Die Fersen auf den Gymnastikball legen und so wird das Ganze etwas wackeliger, dynamischer und damit natürlich auch schwieriger. Die Hüfte wird gestärkt, Bauch, Rücken, Oberschenkel im Anhang auch und wir haben sehr, sehr viel Spaß dabei. Los geht's!